Etwas unscheinbar, aber mit viel Fingerspitzengefühl wird hier in einer Halle in Bremen-Marndorf gewerkelt und getüftelt. Schritt für Schritt wollen sie hier eine Vision Wirklichkeit werden lassen. Eine Vision, die ein neues Kapitel in der Raumfahrtgeschichte aufschlagen könnte. Denn Alexander Kopp und seine Mitstreiter haben viel vor. Letztendlich wollen wir die Art und Weise, wie Menschen in den Weltraum fliegen, komplett revolutionieren. Wir wollen also nicht mehr wie die konventionellen Trägerraketen vertikal von Launchpads starten, also von Startinfrastrukturen, sondern wir wollen wie ein konventionelles Flugzeug von Start- und Landebahn aus abheben, die Weltraummission durchführen und dann auch wieder auf dem Flugplatz landen. So ähnlich, nur etwas größer könnte es einmal aussehen, das Leichtweltraumflugzeug Aurora, an dem das Bremer Start-up derzeit arbeitet. 2019 gründet Alexander Kopp das Unternehmen Polaris, forschte zuvor bereits jahrelang beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an wiederverwendbaren Raumflugzeugen. Schließlich entscheidet er sich für die Selbstständigkeit, ein Schritt, den er gerne geht. Es war für mich gar keine Frage ob, sondern eher eine Frage wann. Und mit welchem konkreten Konzept? Und dann irgendwann war eben der Zeitpunkt gekommen. Die Technologie war soweit entwickelt, das Konzept stand. Ich hatte auch genug angespart, wenig ausgegeben. Und dann, ja, hieß es feuerfrei. Gelingen soll das Vorhaben mit Hilfe von sogenannten Demonstratoren. Davon sind bereits mehrere gebaut und getestet worden. Das Fluggerät verwendet dann Strahlturbinen als Antrieb. Hier runter sitzen jeweils zwei Turbinen, das heißt vier insgesamt. Und am Heck haben wir dann einen Raketenantrieb, der mit Kerosin und mit flüssigem Sauerstoff betrieben wird. Das Fluggerät wird dann von der Startbahn noch unter Turbinenschub abheben, wird dann in der Luft den Raketenantrieb zünden und wird dann hinterher unter Turbinenschub wieder auf der Startbahn landen. Auch in der Praxis waren erste Versuche bereits erfolgreich. Regelmäßig führt das Team Tests und Übungsflüge etwa in Peenemünde an der Ostseeküste durch. Knapp 60 Starts und Landungen haben die verschiedenen Demonstratoren bereits absolviert. In erster Linie wollen wir das Flugverhalten testen. Wir wollen testen, wie ist die Steuerung. Dann wollen wir natürlich auch wissen, wie verläuft der Start, wie verläuft die Landung. Und das sind so die wichtigsten Punkte für die anstehenden Tests für uns. Jeder Test liefert dem Team wichtige Erkenntnisse, auch wenn es mal nicht so klappt wie geplant. Die Philosophie, ähnlich wie beim amerikanischen Unternehmen SpaceX, auch aus einem Misserfolg lässt sich etwas lernen. Letztendlich ist das der einzige Weg, wie man solche ambitionierten Projekte schnell und in kurzer Zeit umsetzen kann. Das heißt, man muss ganz bewusst in Kauf nehmen, dass zwischendurch immer wieder mal was kaputt gehen wird. Man muss daraus lernen, dass das nächste Mal besser machen. Und wenn man das so angeht, dann kommt man letztendlich schneller und kostengünstiger zum Ziel. Die Einsatzmöglichkeiten von Aurora sind vielfältig. Vom Ausbringen von Nutzlasten wie Satelliten im Erdorbit über die Durchführung von Experimenten in der Schwerelosigkeit bis hin zu Überwachungsmissionen. Entsprechend hat auch die Bundeswehr bereits Geld in das Start-up investiert. Innerhalb von 24 Stunden kann die Nutzlast integriert werden, dann ins Weltall gebracht werden. Und was noch besonders ist, ist, dass es alles wiederverwendbar ist. Also es sind geplant bis zu 200 Wiederverwendungen. Somit könnten auch kleinere Nationen einen unabhängigeren Zugang zum All erhalten. Möglich soll das auch ein neues Raketentriebwerk machen, welches zumindest am Boden bereits erfolgreich getestet wurde. Das ist eine neue Art von Raketentriebwerken, die bis zu 30% effizienter sein können im Vergleich zu konventionellen Triebwerken und die, soweit wir das wissen, außer der NASA noch niemand entwickelt hat. Und wir werden dann in ein paar Wochen, wenn das alles so klappt, tatsächlich die ersten weltweit, die so einen Antrieb mal in der Luft zünden. Das hat selbst die NASA vor 20 Jahren noch nicht gemacht. Zwischen 1 und 10 Tonnen Fracht, je nachdem, ob im All oder näher an der Erde, soll das 28 Meter lange Leichtweltraumflugzeug einmal transportieren können. Doch längst laufen die Planungen für ein weiteres Fluggerät, das auch Menschen ins All bringen soll. Der Zeitplan ist ambitioniert. Dieses Jahr Raketenflüge, nächstes Jahr dann ein Überschallfluggerät von etwa 7 bis 8 Meter Länge. Dann in 2026 wollen wir den Hyperschallbereich erreichen, in 2028 dann das leichte Raumflugzeug und dann irgendwann nach 2030 dann das schwere Raumflugzeug, was dann auch in der Lage sein wird, Passagiere und Fracht in den Erdorbit und wieder zurück zu transportieren. Fest steht, das Start-up hat Großes vor. Und so heißt es in der Halle weiter tüfteln, testen und arbeiten, damit die Vision vom wiederverwendbaren Raumflugzeug vielleicht schon bald Wirklichkeit wird.